Gemeinsam läuft sich's besser. Und das nun bereits schon zum 20. Mal. Der IKKBB Berliner Firmenlauf feiert Jubiläum und über 12.000 Läuferinnen und Läufer feiern mit. Hat richtig Spaß gemacht, gute Laune. Stimmung ganz, ganz toll, hervorragend. Fantastischer Tag, super Wetter, perfektes Laufwetter. Statt am Bebelplatz, wie bei der ersten Ausgabe, fällt der Startschuss mittlerweile am Brandenburger Tor. Pünktlich um 19 Uhr geht es zunächst für die Skater auf die 5,5 Kilometer lange Strecke quer durch die Berliner Innenstadt und den Tiergarten, bevor auch die Rollstuhl-, Longboard- und Einradfahrer und dann endlich Läuferinnen und Läufer los dürfen. Ebenso wie die Strecke ist auch die Zusammenarbeit zwischen dem SC Tegeler Forst und der IKKBB bezeichnend für den Firmenlauf. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Match zwischen einer sportlichen Veranstaltung, die der Gesundheit dient, und einer Krankenkasse. Die Zusammenarbeit hat sich auch in diesen Jahren hervorragend entwickelt. Und genau deswegen wird die IKKBB auch noch die nächsten 4 Jahre den Berliner Firmenlauf als Hauptsponsor begleiten. Doch nicht nur der 20. Geburtstag macht den Lauf so besonders. In diesem Jahr wird der Firmenlauf angesichts des Krieges in der Ukraine zum Friedenslauf. Daher hat man sich dazu entschieden, für jeden erlaufenen Kilometer 25 Cent an die Stiftung RTL Wir helfen Kindern e.V. zu spenden und zusätzlich die erzielte Spendensumme auf den nächsten vollen Tausenderbetrag aufzurunden. Das ist wichtig und wir wünschen uns natürlich alle, dass dadurch geholfen werden kann, den Menschen in der Ukraine. Aber am allermeisten wünschen wir uns natürlich, dass der Krieg endlich beendet wird. Im Ziel warten dann schon die Teamkollegen auf ihre Kameraden und selbstverständlich gibt es für alle die verdiente Finisher-Medaille. Platzierungen spielen heute eine weniger große Rolle. Wichtig ist, dass alle ein tolles Erlebnis hatten. Total toll, war super, nach 2 Jahren Corona mal wieder auf die Piste zu gehen, war klasse. Vor allem bei der guten Kulisse, da hat man gemerkt, da läuft man direkt schon mal noch mal eine Minute schneller. Das war auf jeden Fall so für die Teamatmosphäre echt gut, hat Spaß gemacht. Auch der nächste große Lauf des SC Tegeler Forst steht schon an. Am 4. September findet der Reinickendorfer Halbmarathon statt, für den ihr euch auch schon anmelden könnt. Und keine 2 Wochen später könnt ihr euch auf den Run and Bike freuen. Ein gelungenes Jubiläum also für Veranstalter und alle beteiligten Firmen und ein großartiger Beweis, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. In diesem Sinne auf weitere 20 erfolgreiche Jahre.